العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين. Liebe Geschwister, heute eine Ausnahmesituation. Salat al-Eid. Wie verrichtet man Salat al-Eid? Und was ist der Unterschied von Salat al-Eid? Salat al-Eid ist eine Pflicht nach der stärkeren Meinung. Manche sagen, es ist Sunna, manche sagen, es ist Pflicht. Manche sagen, Pflicht für einige Leute. Und wenn einige Leute das machen, dann ist das nicht mehr Pflicht für andere. Aber das Wichtige ist, dass Salat al-Eid eine Pflicht für jeden Muslim ist. Was machen wir, wenn wir jetzt nicht zu den Moscheen kommen können? Und wenn sozusagen durch diese Krise es verhindert ist, dass man Salat al-Eid verrichtet mit der großen Jama'a, mit den Leuten, weil das ist eigentlich die Pflicht, dass man rausgeht aus seinem Haus mit seiner Familie, mit seiner Frau und mit seinen Kindern, und dass man kommt zu Salat al-Eid. Man macht das ja nach der Sunna in einem Sonder, wie wir immer gemacht haben. Aber jetzt ist die Situation ganz anders. Deswegen, derjenige, der auch, wo wir Salat al-Eid hatten in den Moschee, wer das verpasst hat, musste das eigentlich zu Hause nachholen. Und wer verhindert ist, der kann gar nicht kommen. Und das ist jetzt die Situation. Was macht er? Er verrichtet Salat al-Eid auch zu Hause. Wie verrichtet man den Salat al-Eid? Das ist inshallah sehr leicht. Und das mache ich einmal inshallah vor. Und das sollte inshallah derjenige, der zu Hause die Familie führt im Gebet, sollte er das machen. Die hinter ihm beten, die folgen nur. Die folgen und machen das, was der Imam macht. Der Imam fängt mit der ersten Takbira an und sagt Allahu Akbar wie bei jedem Gebet. Nachdem der Allahu Akbar gesagt hat, dann zählt er siebenmal Allahu Akbar, sagt er Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, siebenmal ohne die erste Takbira. Also eins bei Eintritt in das Gebet und dann siebenmal Allahu Akbar. Er sagt nichts dazwischen und die hinter ihm sagen nicht laut Allahu Akbar, sondern folgen ihm nur so, wie sie das für sich hören, ohne das laut zu rufen. Also, ich mache das inshallah einmal vor. Allahu Akbar. Jetzt gibt es auch Meinungsverschiedenheit. Hebt man die Hände bei jeder Takbira oder macht man nur einmal die Takbira vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wurde berichtet, nur einmal und die anderen von einigen Sahaba ist nicht authentisch überliefert. Deswegen ist da eine Meinungsverschiedenheit. Das Sichere ist, dass man einfach nur einmal macht und dann nicht mehr die Hände hebt. Also, Allahu Akbar und dann zählt man siebenmal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und dann rezitiert man Surat al-Fatiha. Und wenn man auswendig kann, Surat al-A'la in der ersten Raka und in der zweiten Raka Surat al-Ghashiya. Wenn man aber nicht auswendig kann, muss nicht Surat al-A'la, das kann jede Surah, die du auswendig kannst, kannst du auch rezitieren. Also sagt man Al-Fatiha und es wird laut rezitiert. Auch wenn man zu Hause betet, wird laut rezitiert. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina assirata al-mustaqim, Sirata al-lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Und dann Surat al-A'la, Sabbih isma Rabbika al-A'la, oder wenn man Surat al-A'la nicht kann, irgendeine Surat, die man auswendig kann. Dann macht man Takbir, genauso wie man eine Raka'a vollendet. Dann steht man auf. Wenn man jetzt aufsteht, von dem zweiten Sujud steht man ja auf und sagt man Allahu Akbar. Dieses Allahu Akbar zählt man jetzt nicht zu den Takbirat, die man zu Na'im macht. Sagt man Allahu Akbar und dann steht man auf und jetzt zählt man fünf Takbirat. Also, bei der ersten Raka'a, man sagt Allahu Akbar, dann zählt man sieben Takbirat
Und bei der zweiten Raka, dann steht man auf. Von der Takbir macht man Takbirat, Takbirat al-Intiqal. Das heißt, man steht auf und sagt Allahu Akbar. Danach zählt man fünf Takbirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dann rezitiert man Surat al-Fatiha, wie ich eben rezitiert habe. Und dann, wer auswendig kann, rezitiert Surat al-Ghashiya, Hal ataka hadith al-Ghashiya. Wer das nicht kann, der kann irgendeine Surah rezitieren und dann macht man inshallah weiter und dann macht man den Taslim. Laut, wann ist die Zeit von Salat al-Eid? Die Zeit nach Sunnah ist, nach dem Sonnenaufgang wartet man ungefähr 15 Minuten. Nach dem Sonnenaufgang wartet man 15 Minuten, dann betet man. Es kann sein, dass jemand verschlafen hat. Betet er oder betet er nicht? Betet man, wie Gelehrte gesagt haben, bis zu Duhr ist noch Zeit. Bis zu Duhr ist noch Zeit. Wer verpasst hat, sollte jetzt nicht sagen, ja, nach sozusagen Sonnenaufgang ist 15 Minuten ist schon vorbei, ich habe ein Gebet verpasst, war es noch Zeit. Deswegen nach Sunnah, wenn du nach Sonnenaufgang wartest und 15 Minuten nach 15 Minuten kannst du das Gebet verrichten. Hast du verschlafen oder ist sozusagen, hast du nicht geschafft, dann kannst du immer noch beten, bis du, woher hast du noch Zeit, bis, dass du betest. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in unseren Familien segnen. Und das ist etwas, inshallah, was ihr zu Hause auf jeden Fall machen solltet. Wer die Überzeugung hat, dass das Gebet Pflicht ist, dann sollte er diese Pflicht nicht auslassen. Und was man auch zu Hause machen kann, ist alles, was man eigentlich so macht, wie zum Beispiel, wenn man aufsteht, dass man direkt mit drei Datteln, bevor man rausgeht, dann kann man dieses Sunnah machen, drei Datteln essen oder fünf oder sieben. Dann auch das Waschen, die Waschung machen, die schönste Kleidung anziehen, auch wenn man zu Hause ist. Das wird man alles inshallah machen und möge Allah uns von dieser Krise rausbringen, dass wir wieder inshallah in den Moschee kommen. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan ya Sheikh Issam.